Diese Wohnung in der südhessischen Gemeinde Alsbach-Hähnlein ist nicht mehr bewohnbar. Gestern Nachmittag hat es hier einen heftigen Brand gegeben. Die Menschen in der Wohnung konnten von der Feuerwehr rechtzeitig gerettet werden. Der finanzielle Schaden geht in die Hunderttausende. Auf dem Balkon stand eine Person, die wir mit einer Steckleiter aus der Nachbarschaft quasi gerettet haben. Und die zweite Person in der Brandwohnung, die im Vollbrand stand, hatte sich ins Schlafzimmer gerettet und dort die Tür verschlossen und konnte dann über die Drehleiter von der Feuerwehr Seeheim gerettet werden. Die Brandursache ist durchaus überraschend. Laut Polizeiangaben sei ein Glas durch ein Teelicht so heiß geworden, dass es geplatzt ist. So sei das Feuer ausgebrochen. Prinzipiell geht von einer Kerze in einem Glas keine Gefahr aus. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Kerze nicht direkt am Glasrand steht, da sonst das Glas aufgrund der Hitze platzen könnte. Tipp der Feuerwehr: brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen. Und auch wenn es nicht ganz so romantisch ist, wer Kinder oder Haustiere hat, sollte über LED-Kerzen nachdenken.